Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena Steinbock. Heute möchte ich gerne mit dir diese Kurzbotschaft teilen, wo es um eine einzige Karte geht. Das heißt, eine Karte wird dir sehr viel sagen können oder alles sagen können, womöglich auch. Denk dran, alle meine Legungen haben einen therapeutischen Hintergrund. Das heißt, für dich als bewusster Mensch, der mich hört, der denken, handeln kann, fühlen kann, aber auch für dein Unterbewusstsein. Das heißt, meine Stimme, meine Energie, meine Vibration ist direkte Konnektion, direkte Verbindung mit deinem Unterbewusstsein. Das, was du verstehst von meinen Legungen, egal welche, okay, hört sich anders an wie die Vibration, die ich deinem Unterbewusstsein gebe, um Dinge bei dir zu lösen, in Aktivitäten umzusetzen, damit du dich auch eher befreien kannst von was auch immer da in deinem Unterbewusstsein schlummert, okay? Steinbock, denk dran, meine Legungen gelten alle, auch für die Menschen, die schon über 55, 60, 70 sind, ja. Passt es einfach auf eure Situation an und lauscht dem Klang meiner Stimme. Steinbock, hoch die Tassen, wir fangen an. Wow, guck mal, der Imperator, die Karte ist mir bei Mischen schon rausgefallen, okay. Der Imperator hat schon eine Power-Energie, verkörpert auch Element Erde, Hauptenergie Stier. Diese Legung, was soll die dir prinzipiell sagen? Dass auf irgendeinem Grunde bei dir Dinge geordnet werden, gerade bewusst und unbewusster Natur, du in eine Energie reinkommst oder reinkommen wirst, wo Dinge auf einmal mit Ängsten zu tun haben können, mit Einsamkeiten womöglich auch, mit Intuition, also mit ganz vielen Dingen. Um auf den Punkt zu kommen, ich mache es ganz kurz, weil es gibt einige Steinböcke, die sagen, Alena, ja, wer nicht zuhören kann, heißt, dass er nicht bereit ist, seine Situation zu verändern. Zuhören ist Respekt. Respekt ist Selbstliebe. Selbstliebe ist Wertschätzung. Wertschätzung ist das, was du dir selber gibst. Bumba, da hat Alena wieder einen rausgehauen. Ihr merkt, der Klang meiner Stimme, ja, ist eine Ansage jetzt für Unterbewusstsein und für Bewusstsein. Denkt dran, meine Legungen sind alles therapeutische Legungen. Und die Menschen, die wahrlich interessiert daran sind, aus ihrer Situation herauszukommen, das anzuziehen, wonach die sich sehnen, vor allen Dingen auch ihre eigene Stabilität, ihre eigene Verwirklichung, ja, die kommen in Resonanz, lassen nicht nur ihre Kommentare da, sondern verstehen auch wirklich den Sinn. Heute ist eine direkte Ansage für Sternzeichen Steinbock, weil hier wirklich ein paar Blockaden sind. Steinbock, habe keine Angst vor der Einsamkeit. Habe keine Angst davor, dich mit Autoritätspersonen zu konfrontieren. Habe auch keine Angst, die Verantwortung als Vater zu übernehmen oder auch ein Vaterthema, Mann, Frau, egal wer du bist, anzugehen. Hier geht es darum, deine Energie in Verbindung mit der Kartenbedeutung, okay, in Anführungsstrichen, heißt, sei konsequent oder sei dir dessen bewusst, dass jede Aktion eine Reaktion hat, dass deine Bewusstseinsebene auf einem höchsten Niveau kommen kann, wenn du mutig bist, wenn du dir den inneren Frieden schenkst, das heißt raus aus Gedankenkarussellen, raus aus Verstrickungen, Arbeitssituationen, die dir einfach nicht mehr passen, okay? Aus Gehorsamkeiten, weil man als Kind so erzogen worden ist. All die Werte, die du als Kind hattest, können unter Umständen für dich heute nicht mehr so von Bedeutung sein. Ich rede nicht von Erziehung mit Respekt und so, sondern Verlustängste. Okay, das kommt mir in der häufigen Zeit oder der letzten Zeit sehr häufig vor. Die Menschen, die unter Verlustängsten leiden, heißt eigentlich, dass sie in der Kindheit schon eine Prägung hatten, eine Situation aufgespiegelt bekommen haben oder erlebt haben, es aber mittlerweile verdrängen konnten, ja, wo sie Angst hatten. Ja, ein Mechanismus wurde freigesetzt, eine Bezugsperson zu verlieren. Und hier ist wieder das Thema. Ordnung, Ordnung, Ordnung. Du bist eine Power-Energie, du bist Element Erde, du hast Kraft, du hast Sicherheit, wenn du in der Sicherheit bleibst. Du bist ausdauernd, wenn du den Atem immer noch mal ein bisschen aufstockst, okay? Deine Bewusstseinsebene ist in einem Flow, wo ich sage, jetzt ist das beste Geschenk für dich, ja, nicht nur Single zu sein, nicht nur in dich hineinzuhorchen, nicht nur sag mal schnell, auf deine Intuition zu hören, nicht nur auf das Leben zu hören, auf den Erfahrungen, nein, sondern vor allen Dingen Kindheitsprägungen, Kindheitsgeschehnisse anzuschauen, aufzuarbeiten, analysieren, Danken zu verabschieden, bei, auf Wiedersehen, arrivederci, raus, da zack ich, ja, sofort, okay, subito, hätte ich noch gesagt, auf Italienisch, das innere Kind, was in dir lebt, die Sicherheit, sich geborgen zu fühlen, auch mal zu weinen, ja, auch mal
Dinge aus einer Freudensenergie zu sehen, auch wenn du gerade keine Böcke hast. Das heißt nichts anderes. Die Message heute lautet, Angst kann ein guter Begleiter sein, in deinem Fall aber nicht. Der innere Frieden, die innere Ruhe, die Liebe, alles, was du möchtest, kann nur angezogen werden, wenn du Thematiken aus deiner Kindheit dir anschaust und aufarbeitest. Ja, viele seid ihr schon bereit dafür. Wenn du auf deine Gefühle nicht nur hörst, sondern deine Gefühle auch deuten kannst. Was fühle ich, warum fühle ich, wie fühle ich? Okay? Das innere Kind schreit danach, an den Tag zu kommen. Hast du einen zweiten Vornamen? Aktiviere die Energie deines zweiten Vornamens, damit es dir eine Stabilität gibt, eine freundschaftliche Energie gibt, damit du Dinge nochmal gestärkter angehen kannst. Die Menschen, die einen zweiten Vornamen haben, verbindet euch mit der Energie von diesem Vornamen. Hast du keinen zweiten Vornamen? Erfinde einen, der dich in den Flow bringt und dir auch dabei hilft, diese Strukturen zu verarbeiten oder zu lösen. Was heißt das? Der Hohepriester ist ein sehr weiser Mensch. Okay, ich sehe dich als einen Menschen, der intelligent und auch weise ist. Ein Mensch, der vielleicht auch mit dem Tarot arbeiten kann, sehr spirituell ist. Ein Arzt, eine Krankenschwester, was auch immer. Aber ein Mensch, der eine heilende Energie hat, der einflussreich ist, der bestimmend sein kann, aber auch wieder gnädig ist. Ja, der auch wieder Mitgefühl hat. Also das heißt, die charakteristischen Eigenschaften, die du hast, brauche ich dir gar nicht zu erwähnen. Das wäre blödsinnig, das weißt du selber. Okay? Also um einfach nur drum rumzuplappern, das kann jeder. Ne? Selbst vielleicht einfach von dem Supermarkt und hör die Leute zu. Also was ich sagen will, ist einfach hier, es geht darum, bewusst eine Harmonie in dir zu kreieren, auch wenn es Schmerzen bereitet, auch wenn es Loslassen bedarf, auch wenn dein Kopf dagegen ist, auch wenn, was weiß ich nicht, jeder dagegen redet, aber wenn du spürst, dass es für dich jetzt wichtig ist oder du spürst es nicht und du kriegst es aufgezeigt, warum auch immer, gehe es an. Autorität heißt auch wirklich Disziplin. Disziplin heißt auch wirklich, sich selber nochmal neu zu sortieren und nicht unterzuordnen, sondern neu nochmal in sich hineinzuschauen. Hier geht es auch um Schicksal, um schicksalhafte Bestimmungen. Trennungen, die vom Schicksal bestimmt sind, Liebesgeschichten, die sich vom Schicksal geben, neue Arbeitsbedingungen, ja auch Gehorsamkeiten, auf den Körper zu achten, auf die Seele zu achten, nochmal frischen Wind in die Gesundheit zu bringen, zum Sport zu gehen, klar, gesund zu ernähren, ja, alles, was du willst, aber dir auch die Zeit einzuräumen, deine Seele baumeln zu lassen. Das innere Kind, die Leichtigkeit, die Freude, ist gerade dabei, dich entweder zu ummanteln, zu schützen vor einem Schmerz, den du gerade spürst oder spüren wirst, ja, vor einer Entscheidung, die unsicher ist. Ja, aber auch dich dazu zu animieren, zu sagen, Honey, du bist 70 Jahre alt, zaubere dir ein Lächeln ins Gesicht, du bist Steinbock, es darf alles sein, mach dir nicht so einen Flow, mach dir keine Gedanken. Raus in den Garten, ja, wir nähren uns. Du schöpfst gerade aus einer Situation, die dir quasi Probleme bereitet oder bereiten kann, trotzdem neue Kraft durch externe Hilfe, durch geistige Hilfe, durch dich selber. Die Message heißt, innere Kind an den Tag legen, dich mit dem inneren Kind zu verbinden. Denk dran, die Prägungen aus der Kindheit sind die meisten Baustellen für die Erwachsenen im heutigen Alter. Habt ihr Kinder, möchtet ihr Kinder, seid dessen bewusst, dass die Saat, die ihr in eure Kinder sät, ja, wird deren Zukunft prägen. Also lerne, lebe, erwache, genieße, löse, was auch immer du möchtest, aber angstfrei und jeder Verlust, jede Trennung, jeder Arbeitswechsel, jede Krankheit, jede Situation, die dir an dir aneckt, die dir schwerfällt, die du manchmal auch dich zur Verzweiflung bringt, ist wichtig und richtig in dem Moment, dass du sie erkennst und annimmst und auch eine neue Version quasi von dir kreierst, weil das sind Geschenke des Lebens von mir aus, wenn du es so nennen möchtest, um dir zu zeigen, Honey, das ist der falsche Weg. Nee, ich will den gleichen Fehler machen. Oh, hier öffnen sich die Türen und jetzt kommt der Powerflow in dein Leben. Verstehst du, was ich meine? Ab nach vorne. Die Buchstaben E, L, S, A, C, D, H, O, F, M, G und B. Okay? Zahlen kriege ich hier rein, das ist die 10, die 15, die 1, die 39, die 12, die 24, die 31, die 23, die 29, die 59, die 60, die 25 und die 6 kommen hier auch nochmal rein und die 7, okay? Passe sie an, wenn sie auf dich nicht wirken, lass es einfach im Flow, dann sind sie für jemand anderen.
Eine Farbe, die dir vielleicht in der nächsten Zeit mehr auffallen könnte oder die du vielleicht tragen könntest. Warum auch immer, okay? Für die Frauen ist es mehr so ein rosa, weiß-rosa, ein blasses Rosa, bis hin zu Bordeaux-Farben, lila fast schon, gelblich vielleicht auch, so Aprikot-Farben. Für die Männer ist es ein Blauton in verschiedensten Blautönen, mehr so dunkelblau ins Graue hin, auch ein bisschen braun, ist auch eine gute Idee. Also nehmt es an oder lasst es fließen, okay? Steinbock, also was heißt das für dich? Sei bestimmend, sei diszipliniert, sei geordnet. Alles, was du machen möchtest, mach es aus dem Respekt zu dir selber heraus. Dein internes Chaos wird gerade erstmal wieder aufgewuselt, sortiert. Bist du ein Steinbock, der voll im Flow ist, hoch die Tassen, ab nach vorne. Steinbock, in Wirklichkeit, ja, die Energien, die in diesem Video gerade ist, ja, lauten einfach nur, es ist genau jetzt das, was du verdienst. Und was richtig für dich ist, durch eine Kette von Entscheidungen, die du zuvor getroffen hast, und jetzt werden dir Lösungswege aufgezeigt, sofern du mit den Augen der Wahrheit sehen kannst, wer Ohren hat zum Zuhören, wer Augen hat zum Sehen, wer die Bereitschaft hat, an seinem Leben was zu verändern, wird diese Message auch verstehen. Verstehst du es nicht? Schreib mich an, okay? Setze deinen Kommentar hinter jedes Video, wenn dir danach ist, ein dickes Herz von mir, von Jungfrau zu Steinbock, okay? Danke für deine Likes, für deine Abos, für deine Kommentare, welche alle beantwortet werden. Sonntags 19 Uhr, Live-Chat, private Legung, zielorientierte Therapie. Hau rein, Steinbock, okay? Ich gebe dir zeitnah noch einen Termin. Lasse es fließen. Gebe den allen den Rücken oder kehre allen den Rücken zu, was nicht mehr gut ist. Und wenn du gerade durch einen Trauerfluss laufen musst, der Tränen, mach es. Das ist Heilung, Heilung, Heilung. Lösungswege sind vor deiner Nase. Lass dir Zeit, aber wenn du es angehst, dann zieh es auch diszipliniert durch. Yes, Honey. Also ich bin jetzt weg und wir hören uns, Steinbock. Bis dahin. Bye.